Starten, reden wir drüber. Ja, das schauen wir mal bei der Superinitiative, was für einen Raum wir finden, der für uns die Möglichkeit gibt, dass wir dort was machen. Und dann suchen wir als andere. Aber die Raumfrage ist halt hier in der Stadt ein großes Problem. Und das, diese Möglichkeit zu haben, das hat es wahnsinnig gut für uns gemacht. Das ist knapp was Gewolltes. Also die Möglichkeit hätte es, die Idee ist stark, die Idee ist gut, die hat sich etabliert. Die Menschen wollen mit der Subinitiative arbeiten. Die wollen diese Lehrstelle benutzen. Also, das ist so die Frage, was gewollt wird. Will man das? Will man das in dieser Stadt haben oder nicht? Also, ich glaube, dass die Möglichkeiten nicht von der Subinitiative limitiert sind. Wenn es die Subinitiative nicht gäbe, dann wäre mal das Kunst- und Kulturverein geneigt, die bestehenden Räume irgendwo mit zu nutzen, sprich man fragt bei der AGE an, man fragt bei Marc an oder beim Künstlerhaus, ob dort nicht irgendwie ein Raum frei ist. So haben wir selber auch angefangen, aber es reicht halt hinten und vorne nicht für das künstlerisch-zeichnerische Potenzial, das da wäre. Die Subinitiative ist ein Verein, der sich in Salzburg um Leerstände kümmert, beziehungsweise diese aufspürt und versucht, an Künstler, an Kollektive, an Vereine zu vermitteln. Also wir sind im Grunde der Schulöffel für das, dass die Leute so sich bewegen können, gedanklich und produzierend, wie sie es eigentlich vorgehabt haben. Dass man sagt, man ist nicht räumlich beengt für seine Vorhaben, es geht nichts in Salzburg, es ist so teuer, man kann nichts tun, es ist keine Studentenstadt. Wir kennen alle, also ihr könnt jetzt eine halbe Stunde von diesen Vorurteilen dahin singen, die ich ja sozusagen als Student schon aufgenommen habe, wie ich nach Salzburg gekommen bin. Genau, und unsere Situation ist einfach, die Superinitiative ist eine Initiative, die eben in die Gänge kommt und in die Gänge bringt und die im Grunde das Jammern auch hinter sich gelassen hat und einfach Visionen umsetzt. Jeder, der aus dem Bereich Kultur, Wissen kommt und da tätig ist, kann also einen Raum nutzen, den wir beschaffen können. Das heißt, wir schauen, dass wir mit den Eigentümern reden, dass wir mit denen aushandeln, was für den Eigentümer interessant ist und auf der anderen Seite für unsere Zwischennutzenden, sprich, es ist günstig für die einen
und es rentiert sich für die anderen. Und wir machen genau das, schauen, dass dieser Deal über die Bühne geht, dass jeder zufrieden ist von beiden Seiten, mit dem, wie der Raum genutzt wird oder wie er sozusagen auch zur Verfügung gestellt wird. Und das machen wir im Hintergrund. Die Win-Win-Situation, weil es ja keine leeren Glotz-Schaufenster gibt. Das ist ja Leben herinnen. Und das ist ja dann quasi auch für den Besitzer, Vermieter, mein Lokal lebt so ungefähr. Also das finde ich auch irgendwie ganz wichtig. Ja, die Kommunikation ist natürlich großartig. Also hier habe ich jetzt noch andere Mitarbeiter, Mitbewohner sozusagen in diesen Räumlichkeiten. Und da kommuniziert man, wenn die da sind, obwohl ich natürlich lieber arbeite, wenn niemand da ist, aber es überschneidet sich immer wieder und das ist dann sehr nett. Und zu Hause ist halt nichts, außer dem Radio. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Wenn ich da schaue, wer vorbeigeht, dann kenne ich wieder wen, den hole ich rein und dann plaudern wir wieder. Also das ist hier in solchen Locations super. Das muss ich sagen. Da bin ich sehr froh, dass die Initiative super das so hinkriegt, dass man immer eine Art von Lokal hat, wo man mit außen dann auch kommunizieren kann. Ich habe Stefan von einem anderen Projekt schon kennt und ich habe dann mal wegen der Trachtenfabrik angefragt für die Kammeroper. Und dann sind wir gerade in der Embergstraße gestanden und haben uns diesen Raum dort angeschaut, weil wir dort was gemacht haben. Und dann hat der Stefan erzählt vom Personalhaus eben und auch von den Möglichkeiten, die es dort gibt. Und das ist eigentlich sowas, da habe ich seit Jahren drauf gewartet. Eine Möglichkeit, dass ich endlich mal meine Arbeit aus meiner Wohnung rausbringen, dass ich wieder eine Lebensqualität in der Wohnung habe. Weil es gab dann so Momente, wo ich da stand und ich bin in der Früh aufgestanden, hatte noch nicht mal meinen ersten Kaffee, hatte nicht mal eine Hose an, also natürlich eine Unterhose, aber ich stand am Arbeitstisch und habe weitergearbeitet. Bin um 2 in der Nacht schlafen gegangen, bin um 7 wieder aufgestanden und habe einfach weitergemacht. Und einfach diese Möglichkeit jetzt zu haben, da wusste ich sofort, ich will hier rein. Und ich habe dann Stefan, glaube ich, 3-mal angerufen und gesagt, ich will. Und dann hat er mir das gezeigt und am nächsten Tag war es klar, ich will Teil von hier sein. Mein Name ist Michael Hofer-Lenz. Ich bin gebürtiger Steirer und lebe jetzt seit 10 Jahren in Salzburg und habe hier schon diverse Sachen gemacht. Also eigentlich damals bin ich hergekommen, weil ich Schneider werden wollte, habe dann tatsächlich auch meine Ausbildung gemacht und habe dann über die Schneiderei ans Theater gefunden. Von der Arbeit am Theater habe ich dann zum Kunststudium gefunden, studiere im Moment Bühnen- und Bildkostümdesign, Film- und Ausstellungsarchitektur am Mozarteum und mache das eigentlich auch. Also ich habe die letzten Jahre in verschiedenen Projekten mitarbeiten dürfen, war Ausstatter am Kammertheater Karlsruhe, habe hier für das Salzburger Landestheater schon einmal Bühnen gemacht, arbeite viel mit Bachwerk Okal zusammen, dort Filme gedreht, Bühnen gemacht und habe mit 2 Freunden zusammen die Kammeroper Salzburg gegründet, die jetzt in den letzten Jahren 3 Produktionen hatte und im nächsten Jahr richtig losstarten wird. Und ich fotografiere. Also als erstes sowieso immer, wenn ich komme, ist, dass ich mir einen Tee mache. Das hat einfach diese Routine. Man hört den Wasserkocher, es ist noch alles leise. Das ist einfach sehr schön und dann wird einmal alles eingerichtet. Dann wird das erste Mal die Lampen in die richtige Reihenfolge gestellt. Dann wird einmal jede Lampe getestet. Dann werden die Lampen wieder ausgeschalten. Dann kommt das Model. Und dann ist schon alles eigentlich vorbereitet. Also ich weiß, was ich mit der Person schießen möchte. Also wir haben darüber geredet, aber auch dieser Austausch. Und deshalb ist mir auch wichtig, dass das hier auch irgendwie, obwohl es meine Arbeit ist, aber trotzdem auch bequem wirkt, dass man sich wohl fühlt, wenn man reinkommt. Und dann wird fotografiert. Nach der Fotografie verschwinde ich im Badezimmer, wo meine Dunkelkammer ist, und tausche die Filme aus. Und die werden dann in der Küche entwickelt. Die kommen dann in den Trockenschrank. Und vom Trockenschrank kommen sie dann zum Scanner und enden wieder im Computer. Außer sie sind richtig cool, dann werden sie gedruckt und zwar mit meinem Vergrößerer.
Also dann kommt richtig Old-Fashioned-Analog-Druckerei zum Einsatz. Dann macht es auch Spaß. Aber das ist so der Prozess. Also es ist alles irgendwie, jeder Millimeter ist hier ausgenutzt. Absolut. Ich habe nicht explizit nach einem Atelier gesucht, weil ich das hier einfach für super unrealistisch gehalten habe, muss ich direkt sagen. Ich habe immer geschaut drauf, so eine Wohnung mit zwei Zimmern zu finden. Das wäre so die zweite Möglichkeit. Und dann dachte ich mir, okay, dann habe ich halt Schlafzimmer, okay, und ich habe Wohnarbeitszimmer. Und das war halt auch nicht so verlockend. Und ohne jetzt irgendwie blöd klingen zu wollen, mietpreistechnisch, bist du da in einer Kategorie, wo du sagst, okay, man kann es sich nicht leisten. Also ich kann es mir in dem Ausmaß nicht leisten, eine Wohnung mit mehr als einem Zimmer zu bewohnen, wenn ich alleine wohnen will. Und deshalb, ich meine, dieser Raum hier ist gleich groß wie meine Wohnung. Und wenn man diese Möglichkeit einmal hat, dann weiß man auch, dass man zuschlagen will. Und das war mir klar und deshalb war das Budget, okay, für diesen Preis kriege ich nichts in den nächsten 15 Jahren hier. Also ja, ich mach's und das muss so sein. Best-Case-Szenario hat die Superinitiative jetzt die größte Chance. Also die Leerstände sind da, die Menschen, die Kunst machen wollen, sich ausdrücken wollen, die wieder raus wollen, sind da. Und sie ist auf dem richtigen Weg. Also sie macht das. Sie ist in der Künstler-Bubble oder in der kunstschaffenden Bubble bekannt. Als erstes kommen Leute zusammen, die sich vielleicht davor noch nicht gekannt haben, aus unterschiedlichen Sparten, aus unterschiedlichen künstlerischen Bereichen oder auch an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft oder von Kunst und Kultur und auch von Diskurs, von NGO, von Zivilgesellschaft, von politischem Engagement. Wenn das jetzt alles nur gebündelt wäre in die drei, vier Kultur- und Kunstzentren, wo man sich halt einmieten kann, dann bleibt das halt auch in diesen jeweiligen Bubbles. Ich kann mich an eine Presseaussendung erinnern, in der es dann hieß, ja, jetzt gibt es da irgendwie Vereine in Salzburg, die wollen Leerstände künstlerisch, kulturell zwischennutzen. Das grenzt ja fast an Enteignung. Obwohl das eigentlich der ganz normale Prozess ist, wie Kunst und Kultur, Pop-up-Galleries oder Kulturzentren, große entstehen, hatten wir doch recht starken Gegenwind am Anfang auch gespürt. Mit der Zeit hat man dann aber festgestellt, dass das mit Enteignung recht wenig zu tun hat, sondern dass das sozusagen einfach eine Aktivierung, eine Belebung von Leerständen ist, von Brachflächen, und dass das einfach einen Mehrwert hat, der jetzt vielleicht sich nicht in erster Linie monetär in Zahlen bemessen lässt, aber der halt für die Bevölkerung, für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt und natürlich für Künstlerinnen und Künstler, Kulturarbeiter und Kulturvereine, also sozusagen für alles, was man vielleicht öffentlich-rechtlich oder gemeinwohlorientiert nennen kann, einen großen Mehrwert hat. Und wenn dann jemand diese Räume, die leer stehen, für irgendwelche kommerziellen Geschäftstätigkeiten nutzen will, dann sucht man sich halt den nächsten Leerstand. Da ist sozusagen in der Kunst- und Kulturszene eine große Flexibilität da. Ich glaube, es ist wichtig, dass es einen eigenen Verein gibt oder eine eigene Organisation, die Vertrauen bei Eigentümerinnen und Eigentümern schafft, indem sie darauf verweisen kann, dass bereits verschiedene sehr erfolgreiche künstlerisch-kulturelle Zwischennutzungen realisiert worden sind und die einfach über die Jahre so eine Bewusstseinsarbeit schafft. Das wäre halt der moralische Zeigefinger, dass man sagt, der Prinzip ist Leerstand einfach zu hinterfragen und nicht gut für eine Stadt und die Entwicklung von einer Community. Man könnte es aber natürlich auch anders beantworten und sagen, jemand, der einen Leerstand hat, hat deswegen was davon, den für eine Zwischennutzung zur Verfügung zu stellen, weil sich dadurch natürlich der Raum belebt, sichtbar wird und dann potenziell Mietinteressenten, die sich den Leerstand jetzt längerfristig und zu ordentlichen Miettarifen leisten können, darauf aufmerksam werden. Ich kann mich erinnern, hier waren anfangs Steckdosenleisten, teilweise unverputzt. Das ist mittlerweile nicht so. Das bleibt dann so. Und das verrechnen wir natürlich auch nicht irgendwie dem Eigentümer, weil wir dankbar sind, dass wir den Raum so günstig nutzen können. Und er hat was davon, weil er kriegt die Betriebskosten rein. Und wenn jemand sagt, ich nutze das jetzt quasi gewerblich und zahle diese Miete, die sich der Eigentümer vorstellt,
dann gehen wir eh raus. So. Und ob er jetzt die Betriebskosten zahlt oder wir die in der Zwischenzeit übernehmen und den Raum ein bisschen herrichten, auf den Raum aufmerksam machen und ihn verschönern, das ist das, was man, glaube ich, im Businessbereich Win-Win nennt. Im Kunst- und Kulturbereich würde man halt sagen, das bringt allen was. Und so geht halt Solidarität. Ich bin als Scout unterwegs, um eben diese leeren Flächen, leere Shops, leere Gebäude aufzuspüren in der Altstadt oder generell in der Salzburger Stadt. Es funktioniert so, dass wir eine Webseite benutzen, den leerstandsmelder.de, und da schon sehr viel reingearbeitet wurde über die letzten Jahre. Also das ist, kann man sich vorstellen, wie ein Ableger von Google Maps, wo wir diese Leerstände dann einfach eintragen. Und aufgrund dessen haben wir so ein bisschen eine Übersicht, was schon leer ist, beziehungsweise wenn ich Leerstände finde, trage ich die auch dann dort ein. Und wenn ich dann jetzt unterwegs bin in der Stadt, also in die einzelnen Stadtteile, geht es dann nur darum, dass man schaut, sind diese Leerstände noch immer leer? Wenn ja, dann kann man das aktualisieren im Leerstandsmelder, wenn nein, dann werft man sie raus. Nur weil ein Gebäude leer ist, heißt noch nicht, dass es zur Verfügung steht. Das hängt oft dann natürlich an Umbauarbeiten, die geplant sind, oder dass es vielleicht doch irgendwie vom Besitzer genützt wird, aber es nach außen hin halt leer aussieht. Das muss man dann alles immer erst erfragen, ne? Und bei den Besitzern, das sehe ich als Scout in dem Sinn nicht auf den ersten Blick. Ich kann nur, wenn ich heute einen Leerstand neu entdecke, kann ich mir den merken, ja? Und nach 2-3 Wochen noch immer, wenn er immer noch leer ist, oder nach 2 Monaten, dann gebe ich ihn natürlich in den Leerstandsmelder, und dann wird es auch für den Verein interessant, da nachzufragen, eben an die Besitzer zu kommen und die eventuell dazu bewegen, diesen Leerstand herzugeben für eine Zwischennutzung. Die erste Entscheidungsstruktur ist eigentlich Produktionsraum oder Präsentationsraum. Sprich, braucht jemand was, wo er auftreten will, wo er seine Arbeit, seine Werke zeigen will, wo vielleicht ein Publikum, Laufkundschaft wichtig ist. Das sind also andere Voraussetzungen an die Räume als ein Produktionsort. Hier war so ein Steckbrief bei den Leerständen, wo liegt der Leerstand, ja, in welchem Stadtteil ist er, ist ganz wichtig, und zweitens auch, wie ist er benannt und welche Betriebskosten, um ihn zu bespielen, sprich Heizung, sehr wichtig, das ist der größte Faktor, kommen auf uns zu. Leer ist im Prinzip immer etwas, ja? Also das muss man jetzt so sagen, es ist ein natürlicher Prozess, wie sozusagen auch in der Natur immer Umbausituationen sind oder im Körper. Die Frage ist jetzt nur, wie viel ist leer, ja? Und manchmal ist es sozusagen schneller fürs Auge ersichtlich, manchmal ist der Prozess langsamer, manchmal bildet er sich zurück. Also für uns ist Leerstand einfach eine Möglichkeit, tätig zu sein, und jetzt einmal ganz, ich sehe das ganz unemotional. Ja. Auf deinen Fahrten mehrmals wahrscheinlich auch gesehen und dann thematisiert. Und ich habe mich dann an die Kontaktaufnahme gemacht, und es hat sich dann, ja, dank einer Mitarbeiterin und dank dem Gebäudemanagement so ergeben, dass ich mir das anschauen konnte und dass wir gut ins Gespräch gekommen sind. Und dass es auch von den Betriebskosten, die ja anfallen bei so einem großen Haus, machbar schien. Ja, und jetzt sitzen wir eben da, dass wir sagen, wir haben den zweiten Stock fast voll, und ja. Natürlich, das ist jetzt eine ganz andere Situation, weil wir haben jetzt über 20 Parteien hier, und wir haben ja auch noch andere Leerstände gleichzeitig. Das heißt, wir haben so mit 30 Leuten zu tun, die den Raum zeitgleich nutzen. Dann kommen noch die Anfragenden rein, die neue Räume suchen, die vielleicht auch da reinpassen. Und dann kommt natürlich auch dieses ständige Schauen, wie entwickelt sich denn die Leerstandssituation in Salzburg, das Beobachten, das Mitdenken. Das ist natürlich schon eine Aufgabe, die wir eigentlich jetzt, glaube ich, von der Arbeitszeit her merken. Und hey, wir machen da die Eröffnungsfeier am Samstag, und da ist das, und da funktioniert die Klospülung nicht, und wie ist das, wie du selber sagst, mit dem Fenster, dem Zersprungenen, in dem und dem Raum?
Also es sind laufend Anliegen, die wir lösen, sage ich jetzt einmal. Und ich finde es gut und es gehört zu der großen Vision dazu, die wir haben, dass wir dieses Haus rocken und dass wir im Grunde Salzburg rocken und dass es einfach ein guter Ort ist, hier zu leben. Ja, genau. Das ist die große Vision, an der arbeiten wir. Wir möchten ja nichts machen, wo man was konstruiert, sondern wir wollen ja, dass der Bedarf sich widerspiegelt in dem Gebäude. Ja? Und das funktioniert. Die Superinitiative, die fangen wir jetzt einmal an. Und ich glaube, dass jetzt einmal eine Außenwirkung entsteht von dem Potenzial, das da besteht. Genau, und das wird sicher in 15 Jahren dann sozusagen zu einer breiten Wahrnehmung führen und auch zu solchen Nutzungen, wie wir es da jetzt haben. Für mich ist das ein Arbeitsfeld und jeder kann mit uns zusammenarbeiten, der will, und ist herzlich willkommen, in die Atmosphäre einzutauchen, und, aber keiner muss. Das betrifft genauso die Kunstschaffenden, Kulturproduzenten wie die Eigentümerinnen. Ich habe da jetzt nicht den Missionierungsdrang. Und das ist, glaube ich, das Schöne. Es entspricht meinem Weltbild, dass man sagt, ja, man bietet was an, was Sinn macht, und wer mit dabei sein will, der springt auf. Und wir schauen, dass wir unsere Sache gut machen, dass jeder glücklich ist, dann fühlen wir uns auch am wohlsten. Thank you.